So, na dann, jetzt nochmal offiziell willkommen zurück zu The Witcher Enhanced Edition im Live-Let's Play mit dem Zwangtoast auf YouTube nach wie vor. So, weiter geht's im Spiel. Hier haben wir am Ende des letzten Streams kurz Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Die Quest mit der Höhle steht heute noch an, da müssen wir heute noch die... und es regnet natürlich, was auch sonst. Hier die Kollegen, wir müssen noch ein bisschen die Gruft, zur Gruft müssen wir. Und die Kollegen ausradieren. Ja, erstmal geradeaus und dann rechts. Der Pfeil auf der Karte oben rechts zeigt uns den Weg. Jetzt erstmal durch den Regen matschen. Sitze hier erstmal Regenstapf. Ja, Fliege wandere. Jetzt rechts. Ja, natürlich. Sagte ich schon. Momentan noch friedlich. Keine Ungeheuer. Ist noch nicht Nacht geworden. Neue Region wird betreten. Weg zur Gruft. Stimmt, das hatten wir jetzt, wo wir übergegangen sind. Nicht gespeichert. Sollten wir vielleicht mal zwischenspeichern hier. Bevor wir reingehen. Das hatten wir das schon. Mit der Jung des Hexers. Ein bisschen Macht. Schmacht abholen, ja genau. Ein bisschen Macht sammeln. Ein Ort der Macht. Ritual der Magie durchführen. Tun wir es. Die Macht ist größer geworden. Und da ist die Gruft. Grufteingang. Die sollten wir gleich mal speichern, wenn wir drin sind. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Die Ghule, die sollten wir jetzt besiegen. Und wir haben keine Fackel und wir haben auch nicht den Trank Katze, was vielleicht schlecht ist, aber wir kriegen es auch so hin. So, und sollten hier mal an dieser Stelle speichern. Spiel speichern, näheres Fach speichern. Damit wir, wenn wir mal Game Over gehen, nicht nochmal alles von vorne machen müssen. So, zieh dein Schwert, Herr Geralt. Dann nehmen wir das Hexer-Stahlschwert. Und stützen uns auf ins Gefecht. Auf sie mit Gebrüll. Kommt ins Licht. Zwei auf einmal hier. Oh nein. Zwei auf einmal ist nicht so schön. Nachher haben wir noch mehrere. Das würde noch kräftiger. Müssen wir uns mal üben. Dass wir nicht so viel Schaden nehmen. Ich kann hier mal nicht wieder drauf gehen. Beim ersten Mal hat das gut geklappt. Bis wir dann gegen 5 gleichzeitig gekämpft haben und dann dran verreckt sind. Na komm. Das dauert hier ein bisschen. Solche Ghule sind nicht leicht zu besiegen. Freundlicherweise wartet der andere drauf, bis der andere besiegt ist. Er ist höflich. Der wartet ab. So, gleich um ihn. So, und der nächste bitte. Schön hinten anstellen. Einer nach dem anderen. Ja, ein bisschen Schaden haben wir auch schon bekommen. Ein paar Heiltränke haben wir auch noch im Inventar. Unmöglich ist das nicht. Ja, komm. Die werden nicht einkassieren, kassiert der 5. Oder sogar mehr. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das bringt. Aber wir haben ihn gleich. Wilder Kampf im Dunkeln. So, fertig.
Na, fertig sind wir noch lange nicht. Ist leider kein Katzentrank. Hier war doch noch eine Leiche zum Plündern. Nein. So, kurze Verschnaufpause. So, Schwalbetrank. Vitalitätsregeneration. Nee, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir brauchen einen Heiltrank. Regeneriert Ausdauer. Bräuchte man einen Heiltrank. Alkohol hätten wir hier. Tja, was bringt das? Nicht viel. Vielleicht trinken wir trotzdem mal den hier. Das heilt jetzt nicht wirklich die wichtigen Punkte, aber was soll es? So, weiter geht's. Zieh dein Schwert. Und weiter geht's. In die Dunkelheit. Gib ihm hier mal gerade ein bisschen Macht mitnehmen. Jetzt hier im Licht bleiben. Ich sagte Schwert ziehen. Zieh ein Schwert, Geralt. Stell dich den Kreaturen. Hier ist wohl keiner. Da müssen wir sein. Oha. Halle. Okay, ja, jetzt waren wir hier schon mal. Müssen wir mal aufpassen. Jetzt haben wir hier eine Übermacht gegen uns. Einer nach dem nächsten. Ab ins Licht. Nein. Durch hier. Ich kämpfe lieber am Licht. Zwar kein Tageslicht, aber besser als nichts. Das sehe ich zumindest nicht im Greifer. Allen Seiten angegriffen hier. Viel Schaden kriege ich nicht. Na komm, jetzt angreifen. Komm rüber hier und na komm, den hier. Na komm, den haben wir bald. Werden wir leider von den anderen Seiten auch angegriffen. Müssen wir gerade mal kassieren. Okay, den einen haben wir tot. Zwei waren es noch. Da waren es noch zwei. Na komm, zu mir. Bist du schon verletzt. Na komm, kriegen wir es diesmal hin. Die greifen noch ordentlich an. Von hinten greift er an. Lass uns hier mal springen. Und rollen. Und du jetzt also. Na komm. Das ist unsere Mission. Wir müssen ihn irgendwie besiegen. Kostet das, was es wolle. Ah, jetzt werden wir wieder angegriffen. Wir haben eine kleine Runde laufen. Und du bist dran. Na komm, den haben wir gleich. Da kommt der andere von hinten. Sehr schön. Da war es noch einer. Eins gegen eins. So, na komm. Na komm. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand.
Gule abschlachten. Let's go. Wir haben wir gleich. Und zack. Und zack. Und zack. Das ist am Boden. Sehr schön. Das Schwert noch nicht einstecken. Kreis des inneren Feuers. Zeichen Igni. Ihr habt das Zeichen, das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner einen Schaden hinzuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmreihe-Seite. Rechts klickt auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Tipp, wertet ein Zeichen auf, um es über weitere Distanzen wirken zu können. Ah, sehr schön. Okay, kommen hier jetzt noch weitere Monster. Wo ist das Igni-Zeichen? Ach, da unten ist das Igni-Zeichen. Igni-Zeichen. Aufwerten können wir es noch nicht. Aber Tagebuch haben wir jetzt aktualisiert. Zeichen Igni. Quests. Der Ghoul-Vertrag. Ich muss für die Kalksteine das Blut von 5 Ghoulen sammeln. Was wir hoffentlich schon gemacht haben. Ghoulblut. Wir haben sie jetzt besiegt. So, hier können wir was erweitern. Nee, können wir nicht. Sieht schlecht aus. Können wir das mal aktivieren? Nee, bringt jetzt ohne Kampf, bringt das nicht viel. So, wo ist der Ausgang? Müssen wir nur noch hinausfinden. Ach, dort ging es lang. Und dort lang. Oh nein. Ist doch was wieder auferstanden. So. Ziehe das Schwert. Und weiter wird gekämpft. Ich kriege auch noch. Noch ein paar Ghouls, die es zu besiegen gilt. Du bist jetzt auch kein Hindernis mehr. Komm ins Licht. Von hinten angreifen, was für eine feige Sau. Ins Licht. Den Katzentrank könnten wir auch überall kämpfen, aber was soll es, wenn es auch so geht. Na komm. Abgeschlachtet. Brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir gar keine Dinger für, keine. Ist das das Blut, was wir bringen sollen? In Flaschen schon abgefüllt. Die Gruft. Oh, die geht noch weiter, die Gruft. Na toll. Schauen wir mal, ob wir schon genügend im Inventar haben. Das scheint ja das jetzt zu sein, dieses Vitrol. Davon haben wir 2. Wir sollten bestimmt mehr als 2 mitbringen. Die Queste. Quests. Charaktere, da haben wir auch noch ein bisschen was zum Lesen. Der Ghoul-Vertrag. 5 Ghule. Das Blut von 5 Ghulen. 2 haben wir bisher gesammelt. Wenn ich das richtig sehe. Die anderen haben wir noch nicht geerntet, oder was? Im Dunkeln. Vitrol. Scheint das Blut von denen zu sein. Ansonsten haben die nichts. Ja. Dann gehen wir mal die Leichen ernten. Da rechts und links können wir auch noch lang.
willst du noch weitere Sachen zu erkunden? Katzentrank haben wir nicht zufällig im Inventar. Nichts, was Katze heißt. Sieht schlecht aus. Und jetzt muss es irgendwie, wenn ich hier mit dem Kopf zur Wand stehe, hier drüben muss es weitergehen. Hier ist noch was zu sehen. Ein Ghule. Im Dunkeln. Denke ich lieber mal nicht hin. Muss ich eigentlich. Ich brauche noch die Ghule. Die Ghulköpfe. Aber ohne Fackel. Wo kriegen wir eine Fackel her? Von da oben kriegen wir keine her. Aha, da geht's lang. Da haben wir jetzt auch die Verzweigung freigeschaltet. Also komplett im Dunkeln. Sehr schwierig. Fünfmal Ghoulblut, das scheint ja das hier zu sein, dieses Vitrol. Ansonsten hatten die ja nichts bei sich. Dann tappen wir jetzt hier im Dunkeln oder was? Dann können wir da irgendwo eine Fackel mitnehmen. Von da drüben. Hier sind ja Fackeln. Springen können wir nicht. So reicht unser Arm auch nicht. Oha. Wir sollten unser Schwert ziehen. Leichnam. Okay, hier gibt es ein bisschen Geld. Aber Ghoulblut kriegen wir hier keiner. Ich sagte, zieh dir ein Schwert. Ich will hier nicht nochmal verändern. Okay, das hatten wir schon. Hier waren wir schon mal. So ein bisschen was sieht man ja hier. Zumindest hier noch. Da drüben wird es dunkel. Das, wo wir lang müssen, die sind cool. Da geht es nicht weiter. Ein Felsen im Weg. Da gibt es noch auf der Karte um mich schon. Schauen ein bisschen auf die Karte. Da ist durch den Felswand blockiert. Da waren wir schon. Es erscheint, als ging es hier nicht weiter. Wenn man da rechts oben auf die Karte guckt, ist da nicht viel zu machen. Tja, da müssen wir ohne Ghoulblut wieder gehen. Haben wir hier gerade nur zwei. Mal später wieder herkommen. Mädchenleichnam. Können wir nicht. Okay, haben die Quest wohl noch nicht fertig. Aber wir haben das hier erkundet. So auf jeden Fall mal was wert. Hier zur Mühle müssen wir, da müssen wir was erkunden und dann gibt es hier unten noch was zu sehen. Tja, ja, was ist es? Ist das dann jetzt hier das Ghoulblut? Vielleicht ist das auch ein Ghoulblut. Vielleicht haben wir es ja schon. Für wen müssen wir es denn bringen? Und was sagt die Quest? Was sagt der Questlog? Questlog, der Ghoul-Vertrag. Alchemist Kalkstein bezahlt sich mich dafür,
wenn ich ihm das Blut von 5 Kugeln bringe. Okay, und das haben wir noch nicht. Faustkampf haben wir auch noch eine Quest. Ich muss meine Fertigkeiten steigern und Fettfried besiegen. Das hatten wir auch noch mal. Zu Mikul müssen wir gehen. Dann gehen wir als erstes zu Mikul, der sich wo aufhält. Und der Kollege Alchemist, der hält sich ja bei der in der Kneipe auf. So, Maps. Mikul. Höhlen unter den Mauern, da waren wir auch schon mal. Hier ist Mikul, da müssen wir hin. Wir sollten vielleicht gerade mal abspeichern, das wäre nicht schlecht. Spiel speichern. So, dann gehen wir mal zu Mikul. Der hat was für uns. So steht es zumindest in der Quest. So, gerade mal gegen den Baum gelaufen. Und in die falsche Richtung. So, immer noch auf dem richtigen Kurs. Ja, auf geht's zu Mikul. Auf dass es nicht Nacht werde. Und dann kommen die ganzen Kreaturen. Die Geisterhunde. Das wollen wir nicht wirklich. Nicht, wenn wir es nicht müssen. Ach so, da passiert was. Das ist sehr interessant. Da passiert was Storytechnisches. Passt nicht! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Sonst was? Tötet ihn. Wohl kaum. Ach, die wollen schon mehr Stress. Oha. Den kennen wir doch. Hört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Das denkst auch nur du. So, Waffe ziehen. Spiel pausiert. Und ich glaube, wir sollten den schnellen Angriff wählen. Na komm, wir haben schon coole bekämpft. Wir haben schon andere Kreaturen besiegt. Da werdet ihr auch kein Hindernis sein. Dann da kriege ich auch noch besiegt. Wenn die meinen Alchemisten bedrohen, dann kriege ich es mit mir zu tun. Na, komm. Sehr gut. Da vorne sind noch Leute. Ich bin nicht hier rum. Nicht die Soldaten besiegen, nicht aus Versehen die angreifen. Die Salamandra. Ihr könnt mir nichts. Ein bisschen Schaden habe ich schon gekriegt. Aber gut. So, wieder einer tot. So, die Lage checken. Dann der Kollege. Will gerne bekämpft werden. Die Soldaten haben ordentlich Vorarbeit geleistet. Zack. So, vorbei ist es. Hexer, ihr habt mich gerettet. Das war ja keine Sache, das war ja keine Ursache, das war ja nicht schwer. Destillierkolben, meine keine Ursache. Schätze. Jederzeit. Ein Kinderspiel. Ich weiß nicht so gut, worauf sie aus sind. Ein Kinderspiel. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt.
Fast macht einen großen Unterschied. Fast heißt eh nicht. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Warte kurz. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt. Aber fast heißt eben nicht. Genau so. Ich lese mir mal eure Soundboard-App. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt. Nö. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Are you serious? Yes, I am serious. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich steinigen, juhu. Er ist ein mächtiger Alchemist. Steinigen ist cool. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Ja, wo kriegen wir den scheiß Pass her? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Hey, auch was aus der Soundboard, etwas sehr gut passt. Auf die Gurken, auf die Schurken. Ganz genau. Auf die Schurken. Auf die Gurken, auf die Schurken. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Aha. Skandal! Das ist schon das dritte Mal, dass sie sich weigern, die Gültigkeit meines Passes anzuerkennen. Ach, selbst wenn man einen Pass hat, wird's knifflig. Führt euch her. Ihr braucht Ghoulblut. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch. Verdammt! Welches habe. Haben wir also noch nicht. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Ich will nicht. Oh, er hat aber großen Schaden erlitten. Oh, Mikul auch. Aha. Ich soll zu ihm gehen. Er hat was für uns. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Immerhin. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ein Monatslohn? Die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Wait, was verdient der im Monat? Ich hatte den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein! Das war diese abscheuliche Hexe. Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet. Nein! Aha. Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh was ja. Was für eine Teufelsnutte. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick. Ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Ich bin mir sicher, er wird's nicht tun. Ui. Dann war's Neues freigeschaltet. Wahrscheinlich die Quest. Spur des Salamanders, ihr müsst Haaren aufsuchen. Okay, was haben wir hier? Vielleicht kann Berengar mir helfen, die Salamandra zu finden. Er hat es bestimmt in die Stadt geschafft. Ja, aber gut, wir sind nicht in der Stadt. Ihr müsst Kalkstein, ja, da müssen wir 5 Loot. Ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich muss Haaren aufsuchen. Haaren muss ich aussuchen. Okay. Faustkampf. Ihr solltet mit den bekanntesten Bewohnern des Umlands reden und erfahrt, dass Salamandra finden kann. Ach ja, ich muss in den 5 Kapellen des ewigen Feuers Flammen entzünden. Das müssen wir auch noch machen. Das war ja die Quest des Magiers, des Geistlichen.
Nun, wo ist der Unterschied in Fantasy? Sachen. Spur der Salamandra, das ist die Hauptquest. Und das auch. Das müssen wir aber des Nachts machen. Spur von Salamandra. Haaren müssen wir suchen. Haaren. Wer zum Geist Haaren? Ist auf die Karte geguckt. Vielleicht hier mal irgendwo. Fleischhändler. Okay. Schrein. Odos Haus. Und dann sollten wir vielleicht erstmal hier in die Stadt gehen. Da mal nachgucken. Vielleicht finden wir da jemanden. Können wir gerade mal an der Mühle vorbeigehen und da mal was freischalten.